Tage der Aufregung, Auswege aus der Krise. Stefan Niemann kommentierte: An den Börsen ist die Stimmung so nervös, jeder Tag könnte ein schwarzer werden. Und da ist es wohl eine beruhigende Nachricht, dass in den USA die Aktienwerte im Plus waren, als vor etwa einer Viertelstunde die Schlussglocke läutete. Bis dahin ging es allerdings an den Börsen zu wie auf einer Achterbahn. Selbst Insidern wurde schwindelig. So heftig war das schnelle Auf und Ab der Kurse. An den Firmen, die in Frankfurt und anderswo gehandelt werden, zweifelt der Markt weniger. Dafür umso mehr an dem Umfeld, in dem diese Firmen ihre Geschäfte machen. Das Misstrauen betrifft also die Politik. Oliver Feldfort. Fidel Helmer hat schon viel erlebt an der Frankfurter Börse. Den 11. September, die Lehman-Pleite. Der Börsenfachmann stand immer auf dem Parkett. Heute schaut er besonders gespannt auf den DAX, der zunächst um 7% einbricht. Nach 40 Jahren Börse habe ich so eine Situation noch nicht erlebt. Wir haben heute den 10. Tag in Folge mit schwachen Kursen, mit sehr schwachen Kursen. Und das ist schon eine für mich einmalige Situation. Doch dann geht es wieder nach oben. Der Aktienindex landet zum Schluss nur noch ganz knapp im Minus auf 5.917 Punkten. Schwankungen um 500 Zähler, auch die Schuld der großen, der sogenannten institutionellen Anleger wie Pensionskassen. Sie müssen langfristig mit möglichst wenig Risiko das Geld ihrer Kunden anlegen. Sinkt ein Aktienkurs oder ein Index unter eine bestimmte Marke, wird automatisch verkauft, um Verluste klein zu halten. Mehr Verkäufe bedeutet aber, der Kurs sinkt stärker. Es ist schon ein Problem, weil ja die großen institutionellen Anleger, also die Kapitalsammelstellen, wie zum Beispiel Versicherungen oder auch Pensionskassen, müssen ihr Geld, um eine langfristige Rendite zu erzielen, natürlich für uns alle investieren. Aber aufgrund der Unsicherheit bei dem Investmentobjekt, insbesondere Staatsanleihen, gehen sie da natürlich raus und lösen so etwas wie eine Lawine leider aus. Verantwortlich für Schwankungen in beide Richtungen ist auch der Herdentrieb. Gerade in unsicheren Zeiten wollen die Anleger das machen, was alle machen. Der Herdentrieb ist natürlich zusätzlich ein Phänomen, das an der Börse nicht unbekannt ist, dass viele Anleger eben sich nach der Masse richten und alle durch eine Tür rein wollen oder alle durch eine Tür raus wollen. Und das hat natürlich dann auch sehr negative Folgen. Auch Leerverkäufe lassen Kurse schwanken. Von solchen Leerverkäufen ist dann die Rede, wenn sich ein Spekulant Wertpapiere leiht, zum Beispiel von einer Bank. Dafür bekommt diese eine Leihgebühr. Der Spekulant verkauft die Aktien weiter und setzt darauf, dass der Kurs fällt. Wenn das eintritt, kauft er die Papiere billiger zurück und hat mit der Differenz zwischen Verkaufs- und Kaufpreis einen Gewinn gemacht. Die geliehenen Aktien gibt er zurück. Das beschleunigt Kursbewegungen nach unten, aber auch nach oben. Denn der Spekulant muss die Aktien ja irgendwann auch wieder kaufen. All das führt auf den Märkten normalerweise aber nicht zu solchen Schwankungen wie heute. Abseits der technischen Marktreaktion ist sicherlich das große Problem der Vertrauensschwund in staatliches Handeln und damit in Staatsanleihen. Wir haben insbesondere in Europa einen Mangel an Führung zu beklagen. Wir haben eine Vielstimmigkeit. Wir haben Zurückgehen auf Positionen, die schon als gesichert galten. Der DAX erholte sich auch deswegen so gut, weil er am Nachmittag die New Yorker Börse anzog. An den Märkten Asiens war es zuvor abwärts gegangen. In den USA hoffte man hingegen auf ein staatliches Signal. Das kam dann auch mit einigen dürren Zeilen. Die Notenbank verspricht, den Leitzins für 2 Jahre auf 1/4% einzufrieren. Also fast auf Niedrigstniveau. Vertrauensbildung. Morgen wird sich zeigen, ob die Märkte langsam wieder anfangen, der Politik zu glauben. Ja, dazu jetzt Michael Best an der Frankfurter Börse. Michael Best, bei solchen Turbulenzen, wie wir sie heute und auch gestern erlebt haben, da denken manche schnell an finstere Machenschaften. Also zugespitzt, dass eine kleine Gruppe von Milliardären auf fallende Kurse wettet. Ist da was dran? Naja, solche Zeiten, in denen die Hysterie, die Angst, die Panik immer wieder durchbrechen an den Börsen, sind natürlich eine wunderbare Zeit, ein Eldorado für solche Spekulanten, die in der Tat, wie es eben schön beschrieben wurde, mit Leerverkäufen eben auch auf fallende Kurse setzen können. Damit verstärken sie auch Trends, aber sie schaffen diese Trends nicht. Ausgelöst wurde der Kursrutsch der vergangenen Tage ganz eindeutig von den sicherheitsorientierten Anlegern,
die einfach sahen, wie ihre Unternehmenswerte, in die sie investiert hatten, immer weiter fielen und sich dann davon trennen wollten. Dazu gehört Kleinanleger genauso wie die Verwalter von großen Vermögen oder von Pensionsvermögen. Und wie schnell die Spekulanten im Übrigen auf dem falschen Fuß erwischt werden können, das haben wir heute Abend in New York an der Börse gesehen. Die lag vor anderthalb Stunden vor Börsenschluss noch 1,5% im Minus und hat dann um 10 Uhr unserer Zeit 4% im Plus geschlossen. Da wurden Spekulanten eiskalt auf dem falschen Fuß erwischt. Wie kann man dieses ganze Auf und Ab, diese Nervosität denn wieder drehen? Wie können sich also die Nerven beruhigen und die Börsen gleich mit? Letztlich kommt es jetzt darauf an, dass die Anleger, die einen kühlen Kopf bewahrt haben, die Oberhand gewinnen. Diejenigen, die sagen, ja, wir stehen vor einer Abkühlung der Weltkonjunktur, aber nicht vor einer Rezession. Die sagen, ja, die Staaten haben schwer zu leiden unter ihrer Verschuldung, aber sie machen ja auch Anstrengungen, um da runterzukommen, um die Haushaltsdefizite zu begrenzen. Die Anleger, die also sagen, die Kurse sind viel zu tief gefallen, das spiegelt doch nicht die wirklichen ökonomischen Fundamentaldaten wider, das tatsächliche Situation in den Unternehmen, was deren Erträge und deren Gewinne angeht. Wenn die die Oberhand gewinnen, dann werden die Kurse auch wieder steigen, möglicherweise sogar sehr schnell. Michael Best in Frankfurt, danke. Die Ursache der Börsenturbulenzen ist nicht umstritten. Die westlichen Staaten haben jahrzehntelang Schulden angehäuft und jetzt ist das Vertrauen beschädigt. Schwieriger ist schon die Frage nach dem Ausweg. Endlich sparen oder mit noch mehr Schulden das Wachstum ankurbeln? Und auf Europa bezogen sagen die einen, dass starke Länder wie Deutschland permanent für die anderen mitbezahlen sollten, um den Euroraum zusammenzuhalten. Andere sagen, wer pleite ist, muss auch pleite gehen, selbst Staaten. Svea Eckert und Gabor Hallas stellen diese verschiedenen Positionen gegeneinander. Es geht nach unten, die Kurse fallen. An den Börsen werden Billionen vernichtet, seit Tagen schon. Die Märkte sind außer Kontrolle. Nicht nur die Zeitungen fragen: Droht jetzt der totale Börsencrash? Geht die Welt bankrott? Und was können Sie tun, die Politiker? Geld ausgeben, Europa sollte es uns wert sein, das sagt Thomas Straupaar vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Ein Weg aus der Krise kann nur darin bestehen, dass man diese Eigendynamik, die heute das Zepter führt, durchbricht. Dass es eben nicht mehr so ist, dass die Märkte die Politik bestimmen, sondern die Politik muss wieder die Märkte regulieren. Doch genau das hat die Politik doch getan, sagen andere Experten. Griechenland bekam Milliarden, auch Irland fand Platz unter dem Rettungsschirm. Doch wie lange soll das noch so gehen? Immer neues Geld für überschuldete Staaten. Das sei falsch, sagt Kai Carstensen, Volkswirt am IFO-Institut. Es müsse gespart werden. Weil man aber weiß, dass es diese Rettungsschirme gibt, wird auch keine andere Möglichkeit rechtzeitig in Betracht gezogen. Das ist genau das Problem, was wir derzeit haben. Statt rechtzeitig zu konsolidieren mit konkreten, nachvollziehbaren, glaubwürdigen Plänen, die auch groß genug sind, um die Märkte zu überzeugen, wird so lange abgewartet, bis die Finanzmärkte die rote Karte zeigen. Lange hat auch Italien gewartet. Jetzt wurde ein Sparpaket beschlossen, doch die Märkte beeindruckt das nicht. Was kann Politik überhaupt noch tun? Durchhalten und notfalls zahlen, sagen die einen. Ich denke, der entscheidende Punkt wäre schon seit langem, dass es der Politik und vor allem in Europa eben der Politik gelingt, zu sagen, was immer geschieht, wir werden als Gemeinschaft dafür haften, dass nicht ein einzelnes Euroland in die Pleite geht. Ein Kampf gegen die Märkte, das sei aussichtslos, sagen die anderen, einfach völlig überflüssig. Staaten machen den Rahmen für Märkte und in diesem Rahmen agieren Märkte und sie übertreiben manchmal und manchmal bricht Panik aus und dann haben wir große Ausschläge in Finanzmärkten beispielsweise. Das müssen die Staaten zunächst einmal hinnehmen. Einfach hinnehmen? Was ist, wenn die Krise wuchert und die Wirtschaft stillsteht? Es geht nicht nur um uns oder Europa, es geht längst um die Welt. Auch die USA stehen am Abgrund. Die Staaten drohen selbst schwach zu werden. Und was dann? Es ist Zeit für eine globale Lösung, meinen die einen. Ganz sicher ist es so, dass heute Finanzmärkte global agieren, währenddem Politik meist noch national orientiert ist. Und das ist eine Diskrepanz, die müssen wir überwinden. Und von daher gesehen wird der Weg hinführen zu einer globalen Rahmenregulierung. Ich glaube nicht, dass es der richtige Ansatz ist, jetzt über globale Eingriffe
noch etwas mehr Krisenbewältigung zu betreiben, kurzfristige Krisenbewältigung zu betreiben. Ich denke, der richtige Ansatz ist jetzt, die Signale der Märkte endlich zu verstehen. Also weniger Schulden statt immer neuer Rettungsschirme. Schwer zu sagen, wer recht hat, die einen oder die anderen. Aber in einem Punkt sind sie sich einig, es muss schnell ein Ausweg gefunden werden. Auch die Bundesregierung will ein Signal setzen, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Der Bundeswirtschaftsminister machte heute den Vorschlag, die Stabilitätskriterien von Maastricht neu zu beleben. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Marc Bator. Bundeswirtschaftsminister Rösler fordert einen neuen Stabilitätspakt für den Euro. So solle die gemeinsame Währung längerfristig abgesichert sein. Rösler will die nach seinen Angaben mit Bundeskanzlerin Merkel abgestimmte Initiative Ende September den EU-Ministerkollegen vorstellen. Er sagte, neben gemeinsamen Werten brauche Europa eine gemeinsame Stabilitätskultur. Jeder Mitgliedstaat der Eurozone muss schnellstmöglich eine Schuldenbremse in die jeweilige nationale Verfassung aufnehmen. Zweitens, wir brauchen einen Wettbewerbsfähigkeitstest, der die jeweiligen nationalen Volkswirtschaften begutachtet, bewertet. Und drittens, falls eine Volkswirtschaft diesen Test nicht besteht, einen neu zu schaffenden EU-Stabilitätsrat, der die Möglichkeit bekommt, durch Autorität